Hallo, ich mache heute ein aufgebraucht und neu gekauft Video für euch. Ich wollte einfach mal zeigen, was ich in letzter Zeit für Produkte benutzt habe und euch so ein bisschen meine Meinung darüber sagen. Und ja, ich fange jetzt auch gleich mal an mit einer Haarkur von Garnier Fructis. Das ist diese Schadenlöcherkur. Und ja, also ich fand sie wirklich sehr gut. Also meine Haare waren, nachdem ich die benutzt habe, total weich und ja, Schadenlöcher, ich weiß jetzt nicht, ob man das so sagen kann, also ob es wirklich die Schäden so wegmachen kann. Aber man hat sie auf jeden Fall nicht mehr gesehen, also insofern war sie sehr gut. Dann noch was für die Haare, nämlich dieses Spray Mousse von Got2Be. Also das ist jetzt schon die neue Packung. Ich habe es mir auch direkt nochmal neu gekauft, weil ich es wirklich so gut fand. Also es definiert halt die Locken sehr schön, auch wenn es jetzt nicht extra für Locken gemacht ist. Und noch dazu, das riecht einfach so gut. Also es riecht so nach Himbeer. Und ja, und ja, das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Dann habe ich hier von Lilly B. von der Rossmann Marke diese Abschminktücher. Also ich muss sagen, die fand ich jetzt nicht so gut. Die waren nämlich irgendwie nicht so richtig feucht und damit habe ich das Make-up gar nicht richtig abbekommen. Also es hat einfach nur geschmiert und ja, das fand ich nicht so gut. Aber dafür habe ich von Rival de Loop diesen Make-up-Entferner. Also das ist so ein ölhaltiger, den muss man erst so schütteln und dann vermischt sich das so. Ja, das ist auch für wasserfestes Make-up geeignet und damit kriege ich wirklich alles ab. Also das ist halt auch schon die zweite Packung, also eine ist auch schon leer. Ja, also den finde ich wirklich sehr gut. Dann habe ich von Garnier dieses Hautklar 3-in-1 Reinigungszeug. Das kann man einmal als normale Reinigung benutzen, dann als Peeling und auch als Maske. Und das habe ich jetzt wirklich schon sehr oft gehabt, weil ich es einfach so gut finde. Also seit ich es benutze, ist meine Haut einfach so viel besser geworden. Und ja, ich habe es auch schon ganz vielen Leuten weiterempfohlen. Und sie finden es auch alle ganz toll. Es riecht irgendwie nach Gurken. Ja, also es ist auf jeden Fall sehr gut. Und ich habe mir auch schon das neue geholt. Das sieht jetzt, also die haben die Packung ein bisschen geändert. Aber ja, das ist ja egal. Also, es ist trotzdem sehr gut. Dann habe ich drei Wimperntuschen aufgebraucht. Womit fange ich an? Ich fange mal mit der an. Das ist von Essence die Multi-Action Mascara. Und die hat so eine Bürste. Ja, also ich weiß nicht genau, was ich von der halten soll. Also sie macht jetzt nicht viel Volumen oder so, aber sie trennt die Wimpern sehr gut. Und wenn man sie zusammen mit dieser I Love Extreme Mascara benutzt, dann finde ich sie wirklich sehr gut, weil die hier, die gibt zwar sehr viel Volumen, aber die vermatscht doch ziemlich viel. Und wenn man die und die zusammen benutzt, dann gibt die Volumen und die trennt sie. Ja, macht das überhaupt Sinn? Auf jeden Fall fand ich die beiden zusammen sehr gut. Und dann von Maybelline Yarde diese Volume Express Mascara. Und die hat so eine Bürste. Also die ist so gebogen. Ich weiß jetzt nicht, ob man es gerade sehen kann. Auf jeden Fall hat die so eine gebogene Bürste und auch so, irgendwie knickt die so ab. Ich verstehe das irgendwie nicht, was das bringt, aber naja, egal. Also die fand ich ganz okay, also sie war ganz okay. Also es war jetzt nicht so extrem gut, war normal. Und dann habe ich mir eine neue geholt. So, jetzt eben ist die Kamera einfach mittendrin ausgegangen. Da bin ich so aufgeregt. Jetzt muss ich erstmal den Akku noch laden. Und jetzt ist es schon wieder was dunkler geworden. Ja. Also ich war, glaube ich, beim Mascara stehen geblieben. Ich hatte mir den hier jetzt neu geholt. Ist es überhaupt richtig rum? Ja,
den Volume Million Lashes Mascara. Und ich habe die Farbe extra schwarz genommen. Und der hat so eine Bürste. Das ist so ein Gummibürstchen. Ja, die finde ich wirklich sehr gut. Also am Anfang. Moment. Also am Anfang war das so wie mit der I Love Extreme Mascara. Also die hat wirklich alles nur verschmiert und so. Aber jetzt nach einer Zeit, wenn sie schon ein bisschen leerer geworden ist, dann bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Ich finde sie, ich würde sagen, sie ist genauso gut wie die. Also muss man jetzt wissen, ob man 10 Euro oder ich glaube etwa 3 Euro kostet, die ausgeben möchte. Ja, sie sind auf jeden Fall beide sehr gut und die kann ich auch nur empfehlen. Dann habe ich noch von Essence dieses Lash and Brow Gel Mascara aufgebraucht. Und ich hatte das jetzt auch schon dreimal in etwa, glaube ich. Und es ist jedes Mal das Gleiche, dass die Bürste von dem Deckel abbricht. Und jetzt hängt die da so drin und man kann die auch gar nicht mehr benutzen. Ja, jetzt, wenn man die so schüttelt, dann kommt die so raus. Ja, aber ja, das regt mich irgendwie richtig auf, dass die da jedes Mal abbricht. Vielleicht bin ich auch einfach nur zu doof, um die zu benutzen. Aber ja, keine Ahnung. Ich werde es mir jetzt auch nicht nochmal kaufen. Irgendwie, ich fand es auch eigentlich gar nicht so gut. Also ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt schon so oft hatte. Weil irgendwie, die hat die... Also ich habe es jetzt nur als Augenbrauengel benutzt und ich fand, es war immer so vermatscht. Und ja, hat mir eigentlich nicht gefallen. Also ich guck mal, was ich so anderes finde jetzt. Ich habe jetzt noch nichts Neues gefunden. Dann habe ich noch von Baby Lips diesen hier, den Hydrate. Also der ist jetzt noch nicht ganz leer, aber so viel ist noch drin. Und das ist wirklich schon ein Wunder bei mir, weil ich brauche Labellos wirklich nie auf. Die Tür ist auf. Also ich brauche Labellos wirklich nie auf und dass ich so weit komme, ist schon ein Wunder. Vor allem finde ich den noch nicht mal so gut. Also ich muss sagen, alle fanden den irgendwie so toll, aber bei mir hat er jetzt nicht so die Wirkung gezeigt. Also wenn er drauf war, dann war es ganz gut. Aber wenn es dann weg war, hatte ich das Gefühl, dass meine Lippen noch trockener waren als vorher. Ja, das ist ja nicht gut. Aber der riecht wirklich lecker. Also der riecht so nach Gummibärchen irgendwie. Ja, aber sonst ist er nicht so gut. Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kennt ihr welche von den Produkten selber, dann sagt mir eure Meinung dazu. Oder wenn ihr vielleicht ein besseres Produkt kennt, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr es mir sagen könntet. Ja, und das war's eigentlich. Und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!